Gut, dann kann ich mir das in Ruhe anschauen. Der Ruf war ruiniert, aber ich schwor, das zu ändern. Als die Häuser wieder auferstanden, sah ich die Zukunft. Eine wundervolle Zukunft. Okay. Ist das jetzt eigentlich so durcheinander, weil ich immer wieder ein anderes Ding finde? Oder gehört das so verwirrend? Das frage ich mich ein bisschen. Es kann ja sein, dass eben jedes jeder Käfer sozusagen an der Wand ein Teil von der Geschichte ist und wenn ich die also dass die dann in der Reihenfolge freigeschalten wird, in der ich es finde. Schaust du jetzt da runter? Ach. Ja, cool, das funktioniert sogar. Haha. Ein bisschen sehr Assassin's Creed-like, aber egal. Solange es mir einen Vorteil bringt. So, und ja, deswegen, das könnte erklären, wieso das so verwirrend ist. Wo es wahrscheinlich einfach nur verwirrend ist. Upgrade. So, was wollte ich denn jetzt... Was gibt's denn hier vorne überhaupt noch? Ein paar Kampf-Upgrades. Perfekten Damage, Effektivität, normale Angriffe. Verbessert werden dann kommen wir in den Batarang. Objekt ist nicht verfügbar. Wir haben 8... Ach so, das habe ich schon. Probiere ich jetzt... Ach, ich probiere jetzt noch das mit der Manschette. Wie funktioniert das jetzt? Zendet auf der Frequenz und lockt den Volksmann an auf die... Okay. Ich probier's einfach. Achso, das ist ein eigener Batarang. Ach so. Und jetzt eigentlich auch alles um eine Machete? Guck mal, das ist die da. Shuttle Batarang! Ach toll, jetzt haben sie mich gesehen. Dann muss ich mich durchprügeln. Okay, ich muss mich eigentlich nicht. Doch, doch, ich muss mich durchprügeln. Hab mich jetzt nicht verdammt. Hui, nein. Ah, falsche Taste. Hier ist ein bisschen wenig Platz. Können wir mal die von der Treppe runter, bitte? Nächsten treffe ich so alle mit einem Schlag. Komm, einer von euch hat eine Chance, mir weh zu tun. Und du bist es nicht. Und das zählt jetzt nicht. Der eine Treffer. Mein Gott, ich wollte den mit dem Schlagstock jetzt wegmachen. Ich meine mit dem Elektrostock. Der ist nervig. Nein, Schlagstöcke stören mich nicht. Nein, ach. Mistkerl. Das ist noch der Schallbattering hier, oder? Ach, das ist ein Arzt hier. Lebt er noch oder weint er jetzt seinen Kameraden nach? Dankeschön, Batman. Die Wache hätte nicht mehr viel länger durchgehalten. Geht's ihm gut? Er hat sich am Kopf verletzt, als Sie ihn zu Boden geschlagen haben. Führen Sie ihn so schnell wie möglich weg von hier. Bringen Sie ihn in die medizinische Abteilung. Das ist der sicherste Ort auf der Insel. Okay. Sobald er in der Lage ist zu stehen, gehe ich mit ihm dahin. Sobald sein gebrochener Fuß geheilt ist. Sehr gut. Er ist wahrscheinlich blockiert. Oder ich komme hier prinzipiell irgendwie nicht richtig rein. Weil da war noch ein Ding auf der Seite. Ein Gitter. Ausgezeichnete Patientenbeurteilung 1. Der Name des Patienten ist Victor Saez, der als wahnsinnig gilt, nachdem er mindestens 20 Frauen in Gotham ermordet hatte. Hallo Victor, ich bin Dr. Cassidy. Da das unser erstes Gespräch miteinander ist, sollten wir uns erst einmal richtig kennenlernen. Ich muss Sie nicht kennenlernen, Dr. Cassidy. Es ist alles bedeutungslos. Findest du nicht, dass das ein sehr negativer Blick aufs Leben ist, Victor? Sie haben ohne Zweifel meine Akten gelesen. Ja, das habe ich. Da steht, dass du aus einer wohlhabenden Familie kommst, dass deine Eltern tot sind und wie du alles Geld beim Spielen verloren hast. Das ist alles bedeutungslos. Wieso sagst du das immer, Victor? Weil diese Striche das einzige sind, worauf es ankommt.
dich auf diese Striche auf deiner... Natürlich meine ich diese Striche. Und ich habe noch Platz für Ihren Strich. Wollen Sie sehen, wo? Oh ja. Sexy. Mal, der ist bewaffnet. Dann müssen wir wohl unsere Waffen einsetzen. Nächster Freundchen. Komm, auf den mittleren. Perfekt. Der mit der Waffe. Wieso zeigt ihr mir jetzt das mit dem Kontern wieder an auf einmal? Der merkt, dass ich zu blöd bin. Zeigt er mir nochmal, dass ich Kontern auch kann. Gut zu wissen. So, wo kann ich denn hier entlang? Variationsbonus bekommen. Ui, toll. Muss ich da lang? Bei der Duschen? Unser Anstaltsleiter eine Runde in der Dusche. Nein, er war da drin. Wahrscheinlich komme ich da gar nicht rein, oder denn? Ohne seinen Körper oder was auch immer. Achso. Von da bin ich gerade gekommen. Dachte mir schon, was da jetzt für ein Raum ist. Wo die alle am Boden liegen. Oh, coolen Spiegel. Schön, oder? Bestimmt irgendein Teil von dem Rätsel. Von dem Kerl. Von dem Riddler-Kerl. So, aber hier ist ja... Ich sehe jetzt nichts Aufregendes. Komm mal, gehen wir nochmal davor. Ach, das klappt. Cool. Zwei Personen, eine Stimme, keine Waffe. Oh, irgendwas ist da drin los. Haben wir durchgedreht oder haben die... Keine Ahnung, das Venom gekriegt oder wie. Ich würde mal eher sagen, durchgedreht. Was ist denn da oben? Ein Schaltkasten. Waffenschrank. Halt die Schusswaffen der Wachen von Arkham, die nur im Fall eines Ausbruchsversuchs verwendet werden dürfen. Schätze mal, das giltet, oder? Weil die jetzt bestimmt gleich alle draußen sind. Also erst Tonband. Viktor spricht nicht gut auf die Behandlung an. Viktor, gestern haben wir über die Menschen gesprochen, die du umgebracht hast. Ah, die Zombies. Das sind alles Menschen, Viktor. Das sind Zombies, die jeden Tag zu ihrer Arbeit latschen und darauf warten, dass sie jemand befreit. Du meinst die Töte? Der Polizeibericht stellt fest, dass du in den letzten 3 Monaten 20 junge Frauen ermordet oder, wenn du so möchtest, befreit hast. Du liest sie mit durchschnittener Kehle und posierend zurück. Sie alle hatten Glück, dass sie ausgewählt wurden, mein Geschenk zu erhalten. Sie würden das wohl nicht so sehen. Wirklich. Und Sie, Miss Cassie. Sie fahren jeden Abend mit dem Fahrstuhl zu Ihrer Wohnung, öffnen die 6 Schlösser zum Apartment 433 und erinnern sich daran, wieder mal vergessen zu haben, Katzenfutter zu kaufen. Woher weißt du das? Dann setzen sie sich auf ihren runden Lieblingsstuhl, die Katze auf den Schoß und warten, dass was passiert. Ich kann was passieren lassen, Sir. Ich bin ihre Rettung. Ja, mit Wahnsinnigen hat man es nicht leicht. Das ist bestimmt nicht. Sicherheitstorsteuerung für da unten. Die kann man später bestimmt noch irgendwie hacken oder sowas. Irgendwas kann man da später bestimmt machen. Mit Sicherheitstoren. Ist das auch wieder eine? Ja. Und da ist eine Sicherheitstür. Wo ich sogar hin muss. Ist da irgendwo irgendein Schacht oder sowas? Da unten doch irgendwas vielleicht? Da muss ich auf jeden Fall entlang, aber ich kann die Sicherheitstore hier noch nicht ausschalten. Es geht noch nicht.
Beziehungsweise geht überhaupt nicht, vielleicht. Kann man das ja gar nicht. Objekt zu klein. Leicht, oder? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Was kann ich hier machen? Ist da ein Schalter? Nö, kann man nichts machen. Kann ich da irgendwo hin? Nö, jetzt bin ich nur mittendrin. Da ist verschlossen. Bin von. Warte mal kurz. Boah, jetzt gewittert es bei mir draußen. Von da bin ich gekommen. Kann ich da irgendwas machen von hier unten? Kann ich eine Tür aufmachen? Ist hier irgendwo noch eine Tür, wo ich reingehen kann? Da entlang. Ach, da! Okay, jetzt nicht da, aber da drüben ist eine Tür. Ich finde es ja cool, dass ihm das Sprengel nichts macht. Gott sei Dank! Ich dachte, du hättest das schon vor einer Stunde gefunden. Irgendwas kann man da auf jeden Fall dann drauf schießen. Aber wann mal? Nö. Das wird jetzt nicht gehen, oder? Batman geht auch nicht? Nö. Okay. Gehen wir eben weiter. Witzig, dass der mich durchlässt. Auch nicht die Frau. Ich interessiere mich wirklich nicht für ein paar Blumen. Du? Von hier drinnen? Ach cool, da hängt einer. Der hat was Schlimmeres angestellt. Blöde Frau. Blöde giftige Ifi. Sind hier ein Fall von vertauschter Identität. Ach, da oben ist unser Sharpie. Dann brauche ich die Spurensuche ja eigentlich nicht mehr, oder? Helft mir! Ach, das ist Cash da drin. Wird komisch angezeigt. Dann hast du es rausbekommen, hä? Gute Arbeit. Bitte behalt's für dich. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Ach, er. Er ist böse? Hä? Wann haben wir das denn rausgekriegt? Hey, Sharpie! Och nö. Sie müssen mir helfen. Ivy? Mann, du siehst vielleicht finster aus. Vielleicht kann ich dir heimlich Shampoo besorgen. Die Pflanzen, kannst du sie nicht hören? Sie rufen mich in ihrem Todeskampf. Ja, aber dafür habe ich gar keine Zeit. Bitte lass mich raus. Sie sterben ohne mich. Na, ich weiß nicht. Du bist nicht auf Mr. J's Partyliste. Naja. Ach, bitte. Ach, egal. Ich mache eine Ausnahme. Die hat eine Superkarte. Das fühlt sich so viel besser. Ja, die bräuchte wirklich ein Shampoo. Sie ist ein gutes Kind. Ich könnte diesen beiden den ganzen Tag zuschauen. Was für ein Krawall. Und apropos Krawall, hier ist ein bisschen Aufruhr, den ich nur für dich organisiert habe. Ausbruch! Dann den langen Ärmel. Verrückt.